Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir debattieren heute Abend einen Antrag der Linken zu dem Thema längere Lebensdauer für technische Geräte. Und ich gebe ja gerne zu, der Titel klingt zunächst einmal gut. Aber wenn wir uns mit dem Inhalt dieses Antrages beschäftigen, dann muss ich Ihnen sagen, der Inhalt lässt zu wünschen übrig. Unser Ziel ist doch, und ich glaube, insofern besteht ja zunächst einmal durchaus Einigkeit hier, auch über Parteigrenzen hinweg. Unser Ziel ist es, die Stoffkreisläufe zu schließen. Wir wollen die Ressourceneffizienz steigern. Wir wollen, dass Abfälle möglichst vermieden werden. Und wenn Abfälle entstehen, dann sollten sie wieder verwertet werden. Sie sollten wieder zu neuen Rohstoffen werden. Meine Damen und Herren, darin sind wir ja durchaus einig. Und ja, dazu gehört auch, dass zum Beispiel technische Geräte, und zwar immer dann, wenn es Sinn macht, eine lange Lebensdauer haben sollten. Das bedeutet auch, Geräte müssen repariert werden können, wenn sie kaputt sind. Ersatzteile müssen verfügbar sein, wenn diese gebraucht werden. Gerade im Elektronikbereich sollte die Verfügbarkeit von Ersatzteilen verbessert werden, keine Frage. Genauso klar ist aber, dass dies im Rahmen der europäischen Gesetzgebung geregelt werden muss, meine Damen und Herren. Auf diese Ebene gehört dieses Thema. In dem Antrag wird gefordert, dass fest verbaute Akkus und Batterien verboten werden sollen. Ich erinnere, wir hatten im letzten Jahr hier eine Debatte über das Elektrogesetz und wir haben genau über diesen Punkt diskutiert. Und es gibt ja im Elektrogesetz eine entsprechende Sollvorschrift. Aber ein darüber hinausgehendes Verbot können wir national nicht regeln, meine Damen und Herren. Ein nationaler Alleingang wäre binnenmarktrechtlich überhaupt nicht möglich. Es wäre ein unzulässiges Handelshemmnis. Und deswegen geht Ihre Forderung, meine Damen und Herren, der Linken an dieser Stelle völlig ins Leere. Wir müssen noch eins bedenken. Es macht eben nicht immer Sinn, jedes Gerät möglichst lange zu nutzen. Stattdessen kann es ja durchaus auch sinnvoll sein, dass ein bestimmtes Gerät durch ein neues ersetzt wird, wenn zum Beispiel durch das neue Gerät während der Lebensphase Energie eingespart wird oder wenn das neue Gerät einen zusätzlichen Nutzen bringt für den Verbraucher, wenn es zusätzliche Funktionen hat. Also warum sollte dann auch ein altes Gerät nicht durch ein neues ersetzt werden? An dieser Stelle gibt es übrigens im Antrag der Linken einen Widerspruch und ich möchte darauf hinweisen. Zunächst einmal wollen Sie die längst mögliche Haltbarkeit von Geräten vorschreiben und dann wollen Sie den Kauf von neuen energieeffizienten Geräten für bestimmte Personengruppen fördern. Konsequent, meine Damen und Herren, ist dies nicht. Die Linke setzt vor allem auf Staatswirtschaft. Sie fordern in Ihrem Antrag erneut, Ihre Ressourcenverbrauchsabgabe für Primärrohstoffe, wie Sie es nennen. Wie Sie diese Abgabe ausgestalten wollen, dazu schweigen Sie komplett. Meine Damen und Herren, diese Abgabe, die Sie einführen wollen, sie wirft mehr Fragen auf, als Sie Antworten darauf geben können, was die Ausgestaltung und die Umsetzung angeht. Und wenn man die Sache zu Ende denkt, dann muss ich Ihnen sagen, es ist wirklich zu befürchten, dass eine solche Abgabe vor allem eines befördern würde, nämlich ein unheimliches Maß an Bürokratie. Sie wollen eine Rekommunalisierung der Kreislaufwirtschaft. Auch darüber haben wir oft debattiert. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, eine Rekommunalisierung der Kreislaufwirtschaft hilft weder der Umwelt noch nützt es dem Verbraucher und vor allem, sie schaffen eben nicht die notwendige Innovation in unserem Land, die wir dringend brauchen in diesen Bereichen. Die Linke fordert in ihrem Antrag, dass Haushalte mit geringem Einkommen beim Kauf von Elektrogeräten subventioniert werden sollen. Wie wollen Sie das umsetzen? Auch dazu lese ich in Ihrem Antrag nichts. Meine Damen und Herren, ich bin sehr für Sozialpolitik.
aber nicht mit solch undurchdachten Mitteln, die nur zu neuen Ungerechtigkeiten und Verzerrungen führen. Und deswegen, wenn man alles zusammennimmt, es gibt sehr gute Gründe, diesen heute vorliegenden Antrag abzulehnen. Konzentrieren wir uns besser darauf, die Kreislaufwirtschaft und die Ressourceneffizienz in unserem Land sinnvoll voranzubringen. Herzlichen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat Peter Maywald jetzt das Wort.